Ja, zurück zu uns nach Deutschland. Und hier nehmen gerade die Taschendiebstähle dramatisch zu. Vor allem beim Bummeln durch die Innenstadt ist man den Langfingern ausgeliefert. Aber angeblich kann man sich mit neuen Gadgets vor den Dieben schützen. Wir machen den Test. Innenstädte sind das ideale Jagdgebiet für Taschendiebe. Einen Moment nicht aufgepasst, schon ist das Handy oder der Geldbeutel weg. Doch an diesem Gadget beißen sich Taschendiebe angeblich die Zähne aus. Wir testen einen mobilen Taschenalarm, einen Bluetooth-Safe, eine Handysicherung und diebstahlsichere Taschen. Doch können diese Gadgets wirklich einen Profi abhalten? Das will Giovanni Alecci, Trickdieb und Zauberer, herausfinden. Kaum einer hat schnellere Finger als er. Können ihn die Gadgets wirklich stoppen? Unsere beiden Tester, Verena und Uli, haben keine Ahnung, dass ihnen ein Diebstahlprofi auf den Fersen ist. Sie werden die Gadgets auf ihre Alltagstauglichkeit prüfen. Ich glaube, prinzipiell ist es schon sinnvoll, sich mit solchen Gadgets zu schützen, aber es sind bestimmt welche dabei, nehme ich mal an, die irgendwie auch überflüssig sind. Los geht's mit dem Mini-Safe. Ein Geldbeutel per Bluetooth mit dem Handy verbunden. Mit einem Preis von 280 Euro ziemlich teuer, aber vielleicht lohnenswert. Der Diebstahl von Geldbeuteln ist die dritthäufigste Straftat in Deutschland. Verena und Uli machen den Safe startklar. Dafür verbinden sie ihn über Bluetooth mit einer App auf dem Handy. Denn sobald sich der Safe vom Handy entfernt, schlagen beide Geräte Alarm. Doch schon beim Befüllen Fehlalarm. Fängt es an zu piepsen, keine Ahnung wieso. Vielleicht, weil, wo ist das Handy? Nicht mehr über Bluetooth verbunden. Oh Gott. Obwohl das Handy nur wenige Zentimeter vom Safe entfernt ist. Nicht der einzige Fehlalarm an diesem Tag. Auch die Installation ist kompliziert. Also die App hängt gerade so ein bisschen. Ja, wo aktiviert man das Gerät dann? Das da müssen wir einschalten. Ist eingeschaltet. Ja, okay, vielleicht passt er dann auch. Der Alarm ist auf die geringste Entfernung eingestellt. Los geht's. Laut Hersteller sollte der Safe bei dieser Einstellung nach 3 Metern Alarm schlagen. Doch erst nach 15 Metern reagieren App und Safe. Ah ja, jetzt gibt's Alarm. In einer Menschenansammlung wäre ein Dieb bei dieser Distanz schon längst über alle Berge. Noch dazu ist der Alarm viel zu leise. Wenn es jetzt zuhält, hört mir da gar nichts mehr. Vielleicht schreckt es einen Dieb ab. Oder was meinst du? Nee, das ist ja lächerlich. Der Bluetooth-Safe ist also nicht nur teuer, er funktioniert auch nicht wirklich. Ob sich unser Trickdieb daran später trotzdem die Finger verbrennt? Gadget Nummer 2, diebstahlsicherer Rucksack und Tasche. Die Tasche kostet 80, der Rucksack 280 Euro. Vor allem im Großstadtgedränge ist es sinnvoll, den Inhalt seiner Tasche besonders zu schützen. Denn hier haben Diebe leichtes Spiel. Aber wie soll das funktionieren? Uli und Verena versuchen das herauszufinden. Ich habe beim Mann schon gesehen, der hat hier noch mal so eine extra Sicherung. Oh ja, bei mir was auch. Was eigentlich ziemlich schlau ist, dass du halt nicht aufmachen kannst. Bei mir ist hier auch so eine Sicherung. Genau. Diese Sicherung verhindert, dass Diebe den Reißverschluss unbemerkt aufziehen können. Außerdem ist an den Unterseiten der Tasche ein Drahtgitter eingearbeitet. Dazu später mehr. Mit einem Sicherheitsgurt kann man den Rucksack überall befestigen und so vor Langfingern sichern. Aber auch ziemlich groß, oder? Also, da passen ja mindestens 2 Laptops rein. Tatsächlich bieten beide Gadgets reichlich Platz. Kein Unterschied zu herkömmlichen Taschen. Aber wie einfach kommt man trotz der scheinbar komplizierten Sicherungen an seine Wertsachen wieder ran? Unser Alltagstauglichkeitstest. Das klemmt. So mit spontan schnellen Zahlen ist es nicht mit dieser Handtasche. Ich kam sehr gut ran, doch, ja, kein Problem. Der Rucksack ist hier im Vorteil. Jetzt geht es dem eingearbeiteten Metallgitter an den Kragen. Es soll verhindern, dass Taschendiebe den Boden aufschlitzen können. Wenn man es drauf anlegt, kommt man auf jeden Fall rein. Hab mehr gesehen, aber man wird's merken. Ja, ist mit einem großen Kraftaufwand verbunden. Mal sehen, wie unser Profi vorgeht. Dieser Taschenalarm soll davor schützen, dass die ganze Tasche geklaut wird. Mit der Schnur kann man jeden beliebigen Gegenstand sichern. Bei einem Diebstahl wird sie aus dem Gerät gerissen. Der Alarm geht los. Kostenpunkt 20 Euro. Hm?
Für kleines Geld könnte dieses Gadget also vom Diebstahl schützen. Immerhin wurden 2013 mehr als 120.000 Handtaschen geklaut. Doch schon die Anleitung schreckt ab. Alarm direkt in ein ungeschütztes Ohr kann sofort zum endgültigen Hörverlust und sogar zum Tode führen. What? Also lieber erstmal Lautstärke runter. Sicher ist sicher. Nicht schlecht. Uli stellt das Gerät scharf. Verena befestigt die Sicherungsschnur an ihrer Jacke, den Taschenalarm an der Handtasche. Uli spielt den Taschendieb. Sofort schlägt das Gerät Alarm. Keine Chance für Langfinger. Also schreckt auf jeden Fall ab und für den Preis kann man nicht viel falsch machen. Doch sollte unser Profidieb eine Schere dabei haben, könnte er das Gadget überlisten. Wir sind gespannt, wie Giovanni an die Sache rangeht. Mit dieser Handysicherung kann man sein Smartphone an jedem Ort sichern und trotzdem weiter benutzen. Das Spiralstahlkabel ist mit Zahlenschloss an der Handyhülle befestigt. Kostenpunkt 20 Euro. Verena und Uli basteln die Sicherung erstmal zusammen. iPhone in die Hülle, Schloss befestigen, das Zahlenschloss verdrehen, fertig. Jetzt ist das Gadget einsatzbereit. Kann man an einer Hose befestigen, in Cafés, im Büro oder an einer Parkbank sichern. Dieses Gadget könnte tatsächlich sinnvoll sein. 2013 wurden mehr als 90.000 Handys allein in Köln gestohlen. Wenn jetzt echt ein Dieb vorbeikommt, will das Handy klauen, der gibt's halt hier nicht weg. Also das ja, ist halt echt sicher jetzt. Sicher, aber auch stabil? Im ersten Moment ja, doch mit vereinten Kräften? Oh, jetzt soll er zerrissen. Die Hülle hat nachgegeben. Ob ein Dieb allerdings so offensiv vorgehen würde, werden wir gleich sehen. Denn jetzt soll Giovanni, Uli und Verena beklauen. Er kennt die Gadgets nicht, unsere Tester wissen nichts von ihm. Wir geben vor, weitere Interviews zu drehen. Dafür sollen sie alle vier Gadgets anlegen und scharf stellen. Doch bereits hier machen sie die ersten Fehler, denn unser Profi beobachtet sie bereits. Das nützt Giovanni gleich aus. Wen dreht ihr denn hier? Hallo, von Galileo. Galileo, ja. Toll, kann ich ein Foto mit euch machen? Ist es möglich, dass ich dann ein Foto mit euch mache? Klar, warum nicht? Ja. Und schon hat Giovanni leichtes Spiel. Mit zwei Griffen in Ulis Hosentasche hat er den Minisafe und das Handy geklaut. Zufall oder Profi-Know-how? Während wir unser Interview weiterführen, wittert er schon die nächste Chance. Uli und Verena sind abgelenkt und merken nicht, dass sich Giovanni an Ulis Rucksack zu schaffen macht. Die Sicherung am Außenfach ist für ihn kein Problem. Seine Beute? Eine Geldbörse. An das Hauptfach traut sich der Profi aber nicht ran. Die besten Gadgets nützen nichts, wenn man sie falsch einsetzt. Ich habe gesehen, die sind nicht wirklich sehr aufmerksam. Ich werde sie jetzt weiter verfolgen und werde versuchen, noch das eine oder andere denen eben zu stehlen. Wir lotsen Uli und Verena in ein Café. In der entspannten Atmosphäre sind die Opfer meist abgelenkt und vergessen, auf ihre Taschen aufzupassen. Im Gegensatz zu Verena sichert Uli jedoch seinen Rucksack. Verenas Nachlässigkeit erkennt Giovanni sofort und schlägt zu. Da hilft auch der diebstahlsichere Stoff nichts. Jacke drüber, die Tasche ist weg. Bei Ulis Rucksack hat Giovanni aber keine Chance, denn der ist gesichert. Beim Aufstehen dann die böse Überraschung. Meine Tasche ist weg. Hast du nichts gemerkt? Nee. Wir lösen auf und führen unsere beiden Tester zu Giovanni und seiner Beute. Erst hier merken sie, dass nicht nur die Handtasche fehlt. Oh Gott, du hast krass. Ja alles von mir. Oder dein Geldbeutel. Ja, Geldbeutel, mein Handy, mein Safe. Safe. Einzige, was ich nicht geschafft habe zu klauen, war natürlich dein Rucksack, weil da hast du wirklich sehr gut drauf aufgepasst. Aber an den anderen Sachen habt ihr mir es ganz leicht gemacht. Beim Ausziehen der Jacke habe ich zuerst die Tasche gegriffen, die Jacke genommen und praktisch war die Tasche dann verdeckt. Hier beim Einrichten dieser beiden Gegenstände habt ihr das draußen auf dem Platz gemacht. Ich habe euch beobachtet. Also kein Zufall, sondern Wissen. Durch das Beobachten wusste Giovanni, dass er den Safe nur zusammen mit dem Handy klauen kann. So konnte er das Gadget überlisten. Was du sehr gut gemacht hast, ist das mit dem Handy, was ich nicht klauen konnte. Mhm. Zeig mir das noch einmal. Von diesem Gadget lässt jeder Dieb lieber die Finger.
Ich beobachte ja. Und wenn ich sehe, dass bei diesen Gadgets was zu holen ist, dann würde ich natürlich versuchen, diese auch zu knacken. Aber in der Regel versuche ich als Taschendieb, leichte Opfer mir auszusuchen. Warum soll ich mir das Leben schwer machen? Das bedeutet, je abschreckender die Wirkung eines Gadgets, desto unwahrscheinlicher ist ein Diebstahl. Scheitert es aber an der Handhabung oder der Software, kann einen das beste Gadget nicht vor Taschendiebstahl schützen.